Hallo, was machen Sachen? Ja, willkommen zum Devlog Nummer 1 für ein Spiel ohne Titel. Also, Titel habe ich noch nicht, habe mir noch nichts ausgedacht. Das wird im Laufe der Zeit wahrscheinlich bestimmt kommen. Wer sich dann fünfmal ändert, bis wir dann einen fertigen Namen haben, wie das halt im Spiel dann immer so ist mit dem Namen. Ja, Namen sind irgendwie nicht beständig, die ändern sich ständig. Da werden wir bestimmt ein bisschen was finden, was wir nutzen können. Vielleicht haben wir auch erstmal einen Working Title oder so. Ich habe jetzt noch keine Ahnung. Vielleicht können wir es B-Force oder B-Fighter oder irgendwie sowas nennen. Vielleicht, ja, da kommen wir ein bisschen später dazu, was ich eigentlich geplant habe. Ich will nur kurz noch was erklären. Für die Leute, die mit auf Twitch mal dabei waren, wo ich ein bisschen erzählt habe, ich habe da auch noch nicht so viel erzählt, weil ich noch nicht so sicher war, ob das funktioniert, wie ich das vorhatte. Hat es nicht. Ich muss es anders machen. Also ich hatte ja ein bisschen schon vorgearbeitet, dass man halt ein kleines Kampfsystem hatte und ein paar Sachen implementieren wollte. Sprechen kann ich nicht. Egal. Und das hat nicht so funktioniert. Ich wollte es komplett erst Improvements machen, wie die beiden anderen Spiele, also wie das Backroom Games und das Pac-Man Horror Ding, das ich gemacht habe. Die sind halt deutlich einfacher, weil da nicht so viel passiert. Das Ergo, da ist, bist du, da rennt ein Monster hinter dir her und du sollst da nicht gefangen kriegen und eventuell noch irgendwas einsammeln. Das war es eigentlich schon. Ein paar Triggerboxen. Es ist jetzt nichts hochgradig Kompliziertes. Ich will jetzt ein Kampfspiel machen. Da ist doch schon ein bisschen mehr Funktion dahinter. Es wird bestimmt auch komplett in Blueprints gehen. Nur habe ich auch nicht wirklich viele Tutorials für Sachen gefunden, die ich gesucht habe. Und das war nicht so einfach für mich. Und habe ich mir gedacht, okay, ich finde eh nicht das, wie ich das suche. Und ich habe jetzt auch nicht so unbedingt die Lust, selber sehr viel auszuprobieren, hin und her zu machen und so. Und habe gesagt, okay, vielleicht sollten wir doch mal gucken, dass wir ein bisschen mehr ins C++ gehen, weil wir da ein bisschen bessere Möglichkeiten haben, ein bisschen flexibler sind, was das alles angeht. Blueprints sind eine coole Hilfe für den Anfang gerade, für simple Sachen, aber wenn es dann doch ein bisschen komplexer wird, ist es auch möglich. Man macht es sich eventuell vielleicht wahrscheinlich einfacher, wenn man zusätzlich C++ nimmt, dass das schön dann anwählt. Man kann nicht entweder sagen, ich nehme nur oder, sondern man kann sagen, ich nehme beides einfach. Ich nehme das, wo es gerade passt. Ein Teil mache ich C++, ein Teil nehme ich jetzt Blueprints. Und der ein oder andere, der schon ein bisschen mal da war und ich habe was in Anvil gemacht, weiß, ich habe keine Ahnung von C++. Ich muss das jetzt neu lernen. Aber es hat sich für mich richtig angefühlt, weil ich einfach, es wird sich gucken, ob sich's bestätigt, aber gefühlt habe ich, wie gesagt, mehr Freiheiten, bin ein bisschen flexibler, was Sachen angeht, kann Sachen schneller, effektiver erstellen wie über Blueprints. Und eine schöne Sache ist, ich habe eine echt tolle Tutorial-Reihe gefunden von Sean DeBrow. Ich verlinke die euch unten in den Kanal. Die halt gerade ein Fighting Game macht. Und das Schöne an so einem Fighting Game ist, die Basis, da muss man das Rad nicht neu erfinden. Die ist ja im Prinzip überall gleich. Das, was es spannend macht, sind dann so Special Moves und extra Zeug, was halt später dazukommt. Aber das Grundgerüst, wie so alles funktioniert, so, du haust und kriegst Schaden. Oder jemand haut und jemand anders kriegt Schaden. Player 1 haut, Player 2 und Player 2 kriegt Schaden. So diese Geschichten. Die sind ja überall alle gleich. Die kann man ja überall immer nehmen oder immer dasselbe nehmen, weil das funktioniert gleich. Du kriegst aufs Maul und hast Schaden. Wenn du kein Leben mehr hast, bist du tot. Oder K.O. Wir sind auf YouTube, wir sterben nicht. Wir sind nur K.O. Okay, und dachte, das wäre doch eine super Sache. Und ich mache das mal nach. Heißt aber, ich musste wieder von Null anfangen. Ja, so viel zu Sachen über den Haufen werfen, quatschen mit OBS ab, das ist doch mal geiles Timing. Okay, ich musste Sachen auch über den Haufen werfen. Ich hatte ja mit euch schon angefangen auf Twitch und halt mit ein oder anderem auf Discord habe ich ein bisschen rumgechillt und wir haben ein bisschen gebastelt. Und wir hatten halt ein Projekt in Unreal Engine 5 und haben das halt komplett auf Blueprints gemacht. Das hat nicht funktioniert oder nicht so, wie ich das gerne hätte. Und wie gesagt, das wäre einfach entspannter oder man hat gefühlt für mich wäre es flexibler, wenn man C++ nimmt. Dementsprechend alles über den Haufen werfen, jetzt mit einem neuen Projekt starten in C++. Ich werde auch in der Unreal Engine 4 arbeiten, weil die Tutorials, die ich gefunden habe, sind halt noch für die Unreal Engine 4. Würde in der 5 wahrscheinlich auch gehen, aber ich habe mir gedacht, ach komm, was soll's. Bleib's erstmal bei der 4 wie die Tutorials, weil Unreal gerne mal Sachen umbenennt und ich finde die da nicht. Bleiben erstmal dabei. Später, wenn wir die Basis haben, die Tutorials durch sind, die wir brauchen, kann man sagen, okay, entweder upgraden wir auf 5 und wir bleiben bei 4. Beides eigentlich egal, weil ich werde oder ich plane das alles so in den Toon-Style zu machen, weil ich einfach das halt
spannender finde, jetzt Real Life. Einfach auch, weil es für mich leichtere Arbeit ist. Und die Sache ist immer noch bei so Real-Life-Charakteren, ihr dürft nicht vergessen, wir hatten schon darüber geredet, dass ich einfach kein Schwein wiedererkenne. Ich bin gesichtsblind. Wir hatten das ausprobiert, mit Meta-Humans verschiedene Leute nachzumachen. Es hat nicht funktioniert. Man hat die nicht zuordnen können, man hat die nicht sehen können, weil ich es halt selber nicht sehe. Ich sehe, da sind zwei Augen, Nase, Mund, das schon Kopf. Aber wer das jetzt ist, habe ich keinen Plan. Selbst wenn ich ein Bild daneben habe. Das funktioniert einfach nicht. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir machen das ein bisschen stylized. Wir hatten erst Anime im Kopf, aber auf Anime hatte ich jetzt, wie gesagt, keine Lust. Ich habe jetzt so viele VTuber und sonst was gemacht. Ich habe mal Bock, ein bisschen was anderes zu machen, deswegen Cartoon. Und wie stark wir das stilisieren, bin ich noch raus. Wir werden eh ein paar Skizzen machen und dann halt modellieren, weil andersrum ist ja Blödsinn. Und dann schauen wir mal, wie stark wir das stilisieren. So, und jetzt der spannende Teil, es ist ja ein Fighting Game, sollen sich ein paar Leute auf die Mütze hauen. Und ich habe dazu noch nichts gesagt, wer sich da auf die Mütze hauen soll. Ich wollte eigentlich erstmal abwarten, bis ich ein paar Bestätigungen habe. Ich habe aber nicht mal eine Mail rausgeschickt oder eine Nachricht rausgeschickt, ob das okay ist, ob man verschiedene Charaktere nutzen kann. Und ja, es geht darum, ich hatte mir gedacht, das ist eine ganz lustige Idee, wenn man einfach mal generell so Streamer, YouTuber nimmt und die dürfen sich gegenseitig auf die Mütze hauen. Ist auch der Name Before gefallen oder Befighter gefallen. Bin ich noch nie so ganz d'accord mit als Spielename, aber ich fand die Idee ganz lustig, dass man sagen kann, okay, man nimmt hier Streamer XY und den kann man dann spielen und dann halt einen anderen Streamer, YouTuber, den man nicht leiden kann, damit auf die Mütze hauen. Ich fand die Idee halt einfach lustig. Ich habe halt noch keinen angeschrieben. Komplett vercheckt. Ich wollte eigentlich erst Leute anschreiben, wenn ich halt eine Skizze fertig habe, dass sie halt einfach wissen, worauf sie sich einlassen, dass da keiner irgendwie die Katze im Sack kauft, wie man so schön sagt. Ich bin aber, wie gesagt, zeitlich noch nicht dazu gekommen, weil ich halt alles über den Haufen werfen musste. Das ist eine Sache, die werde ich nächsten Wochen in Angriff nehmen. Vielleicht machen wir das auch in einem Stream, dass wir einfach sagen, okay, wir nehmen einfach ein paar Leute und wir malen einfach ein paar Skizzen dazu und fragen die dann einfach, ob die da Bock drauf haben. Warum auch nicht? Vielleicht, wenn wir ein paar Leute gefunden haben, melden sich auch freiwillig Leute, die sagen, ja, ich finde das cool, ich finde das lustig, ich kann hier mitmachen. Generell habe ich erstmal keine großen Grenzen, wer da mitmachen kann. Einfach habe ich mir als Grenze gesagt, jeder, der aktiv ist und halt schon eine Weile irgendwas macht, sei es Stream, sei es Videos oder sonst was, der ist potenziell damit Erlaubnis da und darf sich auf die Mütze hauen. Ich werde jetzt als erstes einfach ein paar Kollegen anschreiben, die ich so kenne, und die dann fragen, ob die da Bock drauf haben. Und dann mal gucken, wie es geht. Was ich auch machen werde, weil wir am Ende eh ein paar ja, Gegner brauchen, vielleicht für einen eventuell geplanten Story-Modus, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das wirklich mache, dass mir erstmal ein paar generische Charaktere erstellt, dass man halt einfach sagt, okay, mir macht einfach so eine Gruppe und macht da einen Charakter zu, dass sich auch keiner angegriffen fühlt, dass da halt wirklich keiner mit gemeint ist. Dann sagt man, keine Ahnung, man nimmt irgendwie eine Gruppe, man nimmt irgendwie einen Charakter, da sind E-Girl und ein Charakter ist irgendwie eine Beauty-YouTuberin. Dann nimmt man einen Charakter, das ist ein Kritiker, so dass man einfach so eine grobe Gruppe als ein Charakter, als ja, Vorlage hat und den darf man dann für Mütze hauen, weil man irgendeine Sache nicht mag. Keine Ahnung, kann einer hinkommen, sagt, okay, ich mag jetzt keine Beauty-YouTuber, dann nehme ich mir irgendwie, keine Ahnung, ich nehme mir meinen Kritiker und hau der Beauty-YouTuber auf die Mütze oder so. Und dann fühlt sich keiner angegriffen, weil es einfach generische Charaktere sind, ist keiner mit gemeint. Und Leute, die dann sagen, jawohl, ich hab da Bock drauf, ich möchte auch ein Kämpfer sein, der kann man dann halt als spielbaren Charakter nutzen oder man kann ihn auf die Mütze hauen. Aber das dann halt nur mit Erlaubnis. Deswegen werde ich dann halt im Laufe der Zeit immer mal einfach nach und nach einfach Leute anschreiben und gucken. Mehr als Nein sagen können sie nicht mal ganz ehrlich. Und ja. Dann mal sehen, wo es hinläuft. Wie gesagt, die erste Runde baue mir erstmal ein paar generische Charaktere. Dann frage ich ein paar Freunde an oder ein paar Kollegen, die ich so kenne, ob die nicht Bock dazu haben. Und dann mal gucken, was draus wird. Entweder es verläuft sich im Sand oder wir finden immer mal ein paar Leute, die mitmachen wollen. Und umso mehr Leute wir finden, die mitmachen wollen, umso viel lustiger wird das doch. Und ja, wäre auch viel cooler, wenn wir sagen, okay, nicht nur aus meiner Gruppe, die ich so kenne, dass das sich halt ein bisschen aufdröselt, dass man sagt, okay, Zuschauer schlagen Leute vor, die ich halt nicht kenne, weil es sind viele Leute, ich kann die alle kennen. Auch aus Bubblen, die ich halt nichts damit zu tun habe. Und dann hat man einfach eine größere Auswahl an potenziellen Kämpfern, die vielleicht jemand mag oder auch nicht mag. Und dann kann man die dann halt
nutzen und spielen oder halt vermöbeln. Je nachdem. Win-win für alle. Muss ich keiner in echt auf die Schnauze hauen, die können sie virtuell machen. Oder so, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Ich fand die Idee einfach lustig und mal gucken, was draus wird. Wer sich findet zum Mitmachen. Wenn nicht, bleibt es bei den generischen Charakteren, die sich halt vertretungsweise für alle in dem Genre auf die Maus hauen. Ja, genau, auf die Mütze hauen, weil ich nicht sprechen kann. Ja. Okay, und für alle, die tatsächlich bis zum Ende des Videos geguckt haben, für euch gibt es ein kleines Highlight. Ich zeige euch, was ich bis jetzt habe. Erwartet nicht zu viel. Denkt dran, ich habe eine Woche dran gearbeitet. Auch wirklich nicht lange, so 2, 3 Stunden am Tag, aber ein bisschen was habe ich euch und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Also viel Spaß bei Beef Wars? Oh, Beef. Wir bleiben erstmal bei Beef Wars, oder? Ich habe es jetzt entschieden, wir bleiben bei Beef Wars. Im Laufe des Videos einfach mal entschieden. Okay, viel Spaß. So. Okay, wir gehen einmal kurz durch, was im Editor so ist. Dauert ganz schnell, weil es ist noch nicht so viel vorhanden. Ich sagte einmal, das Sidescroll-Template habe ich mir genommen, einfach auch dadurch, dass die Bewegung halt hier schon eingestellt ist. Ich habe es eingestellt, dass es sowohl für Keyboard als auch für Controller funktioniert. Controller konnte ich aber noch nicht testen, weil ich keinen funktionierenden Controller habe. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Da wird sich bestimmt irgendwo ein Controller finden, den ich testen kann. Ansonsten ist hier noch nicht so viel drin. Ich habe hier drei Player-Start, einmal Player 1, einmal Player 2 und einmal Test. Das ist das, was ich als letztes gemacht habe, ist der Charakter-Spawn. In C++ haben wir jetzt auch noch nicht so viel. Wir haben den Charakter an sich eingestellt oder bin gerade dabei, die Charaktere zu erstellen. Wir haben einen Game Mode und wir haben eine Hitbox. Den Hitbox-Aktor. Wir können schon schlagen und es ist eine Hitbox vorhanden. Wir können aber noch nichts treffen, außer uns selbst. Das ist dann eine Sache, die ich dann halt demnächst machen werde, dass man Player 1 schlägt, Player 2 getroffen werden kann. Das funktioniert noch nicht. Ansonsten haben wir hier halt noch nicht so viel drin, ne? Das ist der Starter-Content. Das ist der Sidescroll-Charakter, der so drin ist. Ich habe jetzt halt einfach nur den Dummy reingemacht, den ich mir aus Mixamo geholt habe. Ist der hier, so diesen White Dummy, glaube ich, nennt er sich. Den habe ich mir geholt mit ein paar Animationen. Mit so Laufen, Punchen, Kicken und so weiter, dass er halt da was machen kann. Ich habe noch keine Attacksysteme und so weiter noch nicht drin. Bis jetzt können sie nur laufen und hauen oder treten. Ich weiß gar nicht, was ich gerade drin habe als Attacke Nummer 1. Und halt in den Blueprints ist auch noch nichts so Spannendes. Ich habe halt das. Den Player hat, dass wir Leben und Spezialangriff haben und halt einen Game Mode und die Hitbox. Noch nichts so Spannendes. Dann zeige ich euch, wie es gerade aktuell aussieht, wenn wir das Spiel starten. So, wir haben hier einmal die drei Player: Player 1, Player 2 und halt den Test. Und Laufen funktioniert. Und wir können. Ich muss den Knopf finden. Die Attacke. Blöderweise, ich habe es noch nicht so eingestellt, dass man halt wirklich in beide Richtungen angreifen kann. Man kann bis jetzt nur in einer Attacke angreifen. Gelb heißt, Attacke startet und rot heißt, Attacke wird ausgeführt. Also sprich, das ist mehr für mich. Das Gelbe ist mehr für mich, einfach, dass die Attacke halt beginnt, die Animation beginnt und das Rote heißt, in dem Moment, wo es rot wird, können wir tatsächlich irgendwas treffen, dass wir halt nicht permanent irgendwo reinrennen und Schaden kriegen. Das hatten wir ein Problem, was wir bei den Pac-Man hatten und bei den Monstern in meiner anderen beiden Spielen. Sobald man da halt in die Nähe kommt, stirbt man, weil die Hitbox da ist und die wird nicht ausgeblendet. Das habe ich jetzt hier hinbekommen, dass das besser funktioniert. Springen können wir noch nicht. Also theoretisch schon, also, aber Sprunganimation habe ich noch nicht eingefügt. Ich habe die noch nicht auseinandergedröselt. Sieht sehr lustig aus. Ja, wie gesagt, Leben haben wir. Theoretisch kann auch schon Leben abgezogen werden, aber wir können halt noch nicht getroffen werden, weil ich diese Hitbox noch nicht gemacht habe, dass man halt getroffen wird. So. So, das ist erstmal der aktuelle Stand, den wir haben. Ein bisschen was funktioniert schon. Ich will halt erstmal die Basis fertig haben, bevor ich anfange, Charaktere zu erstellen und die da reinzuladen, weil es bringt noch nichts, wenn wir noch nichts mitmachen können. Wir haben halt auch noch keinen Startbildschirm, keine Optionen, keine generellen Einstellungen, die man vornehmen kann. Wir haben ja noch keine Charaktere und so weiter. Das kommt dann alles nach und nach. Das nächste, was ich wahrscheinlich we machen werde, sind halt einfach die Attacken und halt einfach, dass wir auch den Gegner treffen können. Ja, und nach wird dann halt immer ein bisschen was gearbeitet. Und wenn ich ein bisschen größere Fortschritte jetzt gemacht habe, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ich mache jetzt nicht wie dieses Mal einen festen Zeittermin aus, wo ich sage, an dem und dem Datum, da zeige ich euch, was ich gerade habe. Ich mache das vielmehr jetzt so. Es ist nämlich komplett nach hinten losgegangen. Wenn ich eine größere Re Errungenschaft habe oder halt einen großen Step habe in meinem Programmieren, Erstellen und so weiter, werde ich ein neues Devlog machen. Also haltet die Augen und Ohren offen.
Ich sage dann auch auf Twitter, Instagram und etc. nochmal Bescheid, dass halt ein neues Dev Doc draußen ist für das Spiel, weil es ja so ein specialiges Ding mehr ist. Und ja, dann hoffe ich. Ich finde die Idee auch lustig. Ich habe ein bisschen, ich habe euer Interesse geweckt und ja, mal sehen, wie es läuft. Mal gucken, was draus wird. Und wenn nicht, wird es halt einfach irgendwelche random generischen Charaktere an sich auf die Mütze. Ist auch lustig. Ja, dann vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und man sieht sich.